Wie würden Sie Inklusion beschreiben? Ja, also Inklusion ist ja für mich eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, da würde ich mal sagen, fange ich jetzt einfach mal an, was ich so denke halt über die Inklusion. Also für mich eigentlich sollte es eigentlich ganz selbstverständlich sein, Inklusion, finde ich. Und ja, da würde ich schon sagen, steht ja auch in unserem Grundgesetz, dass alle Menschen wegen seiner Behinderung, also dass keiner benachteiligt wird. Das würde ich mir natürlich wünschen und das steht ja auch in unserem Grundgesetz, weil es ja auch die UN-Behindertenrechtskonvention gibt. Und ja, das ist natürlich halt auch wichtig halt auch für mich, dass halt auch alle Kinder halt auch in dem Kindergarten und in der Schule halt auch gemeinsam lernen und auch leben dürfen. Und ja, deshalb ist mir halt auch Inklusion halt auch sehr wichtig, weil ich denke, ja, dass halt einfach auch ganz normal dazugehören und halt auch etwas leisten dürfen, finde ich. Und ich denke halt auch für die Erwachsenen finde ich es natürlich auch wichtig, dass halt nicht in Sondereinrichtungen abgeschoben werden. Und deshalb finde ich, oder wie gesagt, halt auch wünsche ich mir halt auch, dass halt auch Inklusion in allen Bereichen halt wichtig sein sollte. Also nicht nur ein Kindergarten und Schule, sondern halt, dass halt auch Inklusion in allen Bereichen wichtig ist. Wie zum Beispiel auch im Arbeitsbereich, im Freizeitbereich, im Wohnbereich. Und deshalb finde ich, dass Inklusion halt auch einfach auch ganz selbstverständlich sein sollte.